predigt, aber nicht von mir, sondern, und das sage ich jetzt ganz bewusst, die Predigt kommt durch den Bernhard Lüthi. Herzlich willkommen, Bernhard. Ich glaube und bin überzeugt, dass Gott oft Menschen braucht, wie dich, Bernhard, um zu uns zu reden. Und so, glaube ich, stehst du heute da, Bernhard. Wenn man googelt, dann kommt Bernhard Lüthi, nationaler Direktor von EE Schweiz. Kannst du schnell sagen, was das heisst? Das klingt wahnsinnig, nationaler Direktor. Ich bin eigentlich Leiter von EE Schweiz. EE ist ein Ausbildungswerk, das wir aus die Fahne geschrieben haben, schon seit manchem Jahr, dass wir Menschen ausbilden in der Sprachfähigkeit. Sprich, wie kann ich wirkungsvoll das Evangelium verkünden? Und das machen wir nicht nur theoretisch, sondern das machen wir auch praktisch. Also wir lernen es und dann gehen wir gerade auf die Strasse und wenden es an und das so trainieren. Das ist eigentlich kurz zusammengefasst. Danke vielmals. Danke, dass du bereit bist, weil ich heute als Sprachrohr von Gott brauchen zu lassen. Du gerne noch beten für dich. Gerne. Ja, danke himmlischer Vater, dass der Bernhard bereit ist, dein Sprachrohr zu sein. Und du redest durch ihn zu uns. Lass uns aufmerksam sein für das, was du jedem von uns willst sagen. Und leite und segne den Bernhard in seiner Aufgabe. Amen. Danke vielmals, Kurt. Heute ist mir etwas passiert, wo ich sage, das ist immer ein bisschen das Worst Case. Du bereitest dich vor, gehst, machst alles parat, noch einmal am Morgen, tipptopp, alles parat gemacht, oder? Da ich ja nicht mehr mit Drucker arbeite, so grundsätzlich, nehme ich das Tablet mit. Dann komme ich her, tue das Tablet auf und finde meine Predigt nicht. Ich habe gesagt, so, jetzt hat mich auch Gott wirklich ein bisschen erhört. Weil ich habe im Vorbereiten habe ich gedacht, eigentlich möchte ich mich ein bisschen lösen. Einfach wirklich lösen und nicht das, was ich da aufschreibe und daran rumfiele, sondern am liebsten einfach aus dem Herz raus. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch gelesen. Und zwar ist es ein Buch, da bin ich über Martial drauf gestossen. Vielleicht haben es die einen oder anderen auch schon gesehen oder gelesen oder angefangen. Es ist ein Buch von Johnny Fischer. Und der Johnny Fischer ist kein geringerer als der eine Teil von diesem Duett oder von diesem Duo Divertimento. Und das Buch, respektive was ich dort gelesen habe, ist mir wirklich ins Herz hineingegangen. Und ich habe das eine oder andere Mal wirklich brüllt. Und das war dann so ein bisschen der Aufhänger, was ich dort gelesen habe. Und ich habe es jetzt gerade, ich durfte in eine Konferenz gehen, jetzt die letzten zwei Tage in Deutschland. Und im Flüger am Freitagmorgen habe ich noch den Rest fertig gelesen. Und ich habe mich gerade einen Moment müssen zum Fenster raus drehen, wo ich dort am einen Stelle war. Einfach weil ich brüllen musste, was ich da von einem so einem Mensch gelesen habe. Und nicht, weil ich brüllen musste, weil es so lustig war, sondern weil es mich wirklich betroffen hat. Das muss man vielleicht wissen, der Johnny. Er ist in einem freikirchlichen Kontext aufgewachsen. Und ist sehr, ich sage jetzt mal, strenggläubig erzogen worden.
Ich darf auch sagen, und das hat mir extrem gefallen, er hat in diesem Buch nicht mit der Kirche oder mit der Freikirche oder mit Gott abgerechnet. Aber was mich und auch die Autorin, die es dann geschrieben hat, ist wirklich extrem differenziert. Aber was mich sehr betroffen gemacht hat, was seine Kämpfe rausgekommen ist, wie er einen Gott hat lernen kennen. Und das hat mich einfach erschüttert. Der Johnny kennt einen Gott, der vor allem straft. Und so die verschiedenen Begebenheiten, wie er auf den Gott zugekommen ist. Und dann ist mir im Ganzen einfach so ein Film abgelaufen. Der Kurt hat mich ja vorhin gerade ein bisschen herausgefordert, ich soll sagen, was ich mache. Wir sind viel unterwegs, halt im Trainieren, dass wir auf der Strasse auch Leute begegnen. Das ist mal so sein. Das andere, ich bin bedingt auch durch das, dass ich zurzeit auch in der reformierten Kirche noch predigen darf, in einem Theologiekurs von der reformierten Kirche. Und auch dort begegne ich Menschen, immer wieder Menschen, die irgendwie einfach mit Kirche und mit Institution und auch mit einem so einem strafenden Gott wie abschließen oder einfach ein Bild haben. Und das verreisst mich und sagen, irgendetwas machen wir offenbar nicht ganz so, wie unser Auftrag ist, wir als Kirche. Und da rede ich jetzt allgemein und nicht einfach nur die Freikirchen. Und das ist das, was mich so berührt hat. Und dann habe ich mir überlegt, oder ist es so meine Gedanken gewesen, ja, was nehme ich auf? Was könnte vielleicht auch so ein Thema, und ich gehe eigentlich immer ein bisschen so vor. Wenn ich an eine Thematik herkomme oder ein Problem, dann ist es mir das Zentrale, ich schlage die Bibel auf und schaue, was finde ich auch als Hinweis oder als Antwort oder als vielleicht auch Korrektiv in der Bibel. Und ich bin auf einen Abschnitt gestoßen, wo ich gefunden habe, der könnte jetzt wirklich als Predigttext auch für heute dienen. Es ist ein Abschnitt aus dem 1. Timotheusbrief. Der Timotheus war ein Mitarbeiter von Paulus und als junger Pastor eingesetzt worden in der Gemeinde. Und der Brief ist effektiv so ein Hinweis oder eine Ermutigung an den jungen Mann, wie er umgehen soll, was eigentlich das Zentrale soll sein. Und darum lese ich es jetzt aus der Zürcher Übersetzung, aus dem 1. Timotheus 1, 3 bis 7. Wie damals, bei meiner Abreise nach Makedonien, als ich dich bat, in Ephesus zu bleiben, um gewissen Leuten zu verbieten, andere Lehren zu verbreiten und sich mit Mythen und endlosen Geschlechtsreihen zu befassen, die nur zu Streitereien führen und zur Haushaltung Gottes, die im Glauben wirksam wird, nichts beitragen, so gilt auch jetzt. Das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Davon sind einige abgewichen und leerem Geschwätz verfallen. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und haben doch keine Ahnung, wovon sie reden und worüber sie so selbstgewiss urteilen. Und so habe ich die Predigt überschrieben, das Ziel der Verkündigung oder das Ziel von dem, was wir weitergeben. Verkündigung ist ja nicht nur Predigt am Sonntagmorgen. Wenn man ja Verkündigung aus dem Römerbrief rausnimmt, wenn der Paulus das schreibt, dass wir, wie kommt das Evangelium zu den Menschen, indem man es verkündet.
wenn man das wirklich nur auf einen Sonntagmorgen reduziert, dann glaube ich, gibt es die Kirche nicht. Und vielleicht ist das gerade eines von unseren Problemen, dass wir genau dort hier wie ein bisschen krank geworden sind. Dass man Verkündigung reduzieren tut, vor allem auf einen Spezialist von vorne. Ich kann eh nicht verleugnen. Ich muss es immer wieder formulieren. Das ist genau das Herzensanliegen. Wir sind alle berufen, um wirklich das Evangelium weiterzugeben. Und das ist das, was der Paulus jetzt hier im Timotheus auf den Weg geht. Vielleicht ein paar Sätze zum Timotheus. Ich habe schon ein bisschen angetönt. Er war ein Mitarbeiter von Paulus gewesen. Und der Timotheus, seine Geschichte, seine Biografie ist ein bisschen speziell. Seine Grossmutter und seine Mutter waren Jüdinnen. Und die waren wirklich im Glauben unterwegs und haben sie, ihren Sohn oder ihren Grosssohn im Glauben aufgezogen. Das können wir im 2. Timotheus so nachlesen. Der Vater von Timotheus war ein Griech. Also das ist spannend, dass die Wurzeln von der theologischen Ausbildung sind Mütter und Grossmutter gewesen. Und der Paulus schreibt, das, was du dort hier gelernt hast, das war so entscheidend gewesen und erinnere ich dich daran. Und für mich sind die beiden Frauen, sagt der Paulus, das ist jetzt mein Wort, oder? Sind das Vorbilder und geh du denen nach. Und interessant kommt noch dazu, einfach eine kleine Bemerkung, der Paulus, ihm wird ja immer wieder ein bisschen unterschoben. Er sei so ein bisschen frauenfindlich. Und dem widerspreche ich vehement. Weil dort setzt er gerade beim Timotheus an, zum einen, zum anderen ist, wenn es den Lydia nicht gegeben hat, wo ein Paulus zu ihnen ist, dann wäre das Evangelium, also, vielleicht hat Gott auch einen anderen Weg gefunden, aber das Evangelium gar nicht so viel schnell auf Europa kommen. Klammern zu. Und das nimmt jetzt der Paulus wirklich auf und sagt, hey, du bist berufen und du hast Würzen. Und dann sagt er ihm auch, ein bisschen weiter hinten im 1. Timotheus, weil das Problem, das der Timotheus ein bisschen hatte, er ist nur ein Halber gewesen, oder? Der Vater war Griech gewesen, und er war jung gewesen. Und dann sagt er ihm einmal, niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lehrst, in der Liebe, im Glauben und in Reinheit. Also das Alter und deine Herkunft spielen gar keine Rolle, sagt der Paulus und ermutigt ihn und sagt, bleib wirklich dort dran, was du von mir gelernt hast. Und dann sagt er einmal noch, eine ganz interessante Satz, den ich denke, den könnte ich mir auch immer wieder für uns zum Herz nehmen. Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. So, das ist die Ausgangslage, wo der junge Timotheus drinnen steckt. Und jetzt gibt es noch eine andere Geschichte, die auch interessant ist. Und ich glaube, es hilft uns, einfach ein bisschen zu verstehen, wie Gott manchmal auch schafft. Und vielleicht erkennst du dich auch immer noch. Der Timotheus, hat gesagt, er ist zwar jüdisch erzogen worden, er ist fest im Glauben gestanden, aber weil sein Vater griechisch war, haben sie es wie verpasst, dort mal in dieser Tradition, dass er beschnitten worden ist. Das hat ja dazugehört, als rechter Jude.
Und jetzt, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann kommt uns etwas entgegen, was wichtig ist, dass wir so richtig verstehen. Der Timotheus war mit dem Paulus unterwegs auf Missionsreisen, noch bevor er dann selber in Einsatz kam. Und dann heisst dort, der Paulus hat den Timotheus genommen und hat ihn beschnitten. Und das ist insofern brisant, dass es etwa ein Jahr vorher der Paulus mit einer Vehemenz den Galaterbrief geschrieben hat. Und der Galater gesagt hat, und dort war ein Problem, die sind gekommen, es sind ein paar Leute dort hier gekommen und haben gesagt, der mit dem Jesus, das ist schon gut. Und das passt und das ist absolut. Aber wenn ihr richtig weit seid, dann müsst ihr euch noch beschneiden lassen. Also Jesus und. Und jetzt macht es ein Jahr später, macht es der Paulus mit dem Timotheus. Warum macht er es? Ganz einfach. Der Paulus hat eine Situation angetroffen und hat sich mit dem Timotheus zusammen nicht also Auseinandersetzungen wollen aufhalten, dass der Timotheus zum Beispiel nicht Zugang hat zu der, in die jüdische Gemeinde, weil er eben nicht beschnitten ist. Ja, der kurzerhand war praktisch und hat die Sache erledigt. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, das wir immer wieder lernen sollten. Und ja, nicht den Fehler anfangen zu machen, dass wir aus etwas heraus ein Gesetz machen. So muss es sein. Also jeder muss beschnitten werden, zum Beispiel. Oder jeder muss auf die Strasse gehen. Wir haben den Auftrag zu verkündigen. Wir haben den Auftrag, das Evangelium rauszubringen. Aber es ist unterschiedlich und manchmal müssen wir auch Sachen entdecken. Und das hat mich so angefangen faszinieren, dem Timotheus. Und jetzt hat der Timotheus einen Job gefasst, als junger Mann eine Gemeinde zu leiten. Als junger Mann in eine Verantwortung hineinzugehen und in eine Gemeinde hineinzugehen, wo man vielleicht heute würde sagen, es war eine schwierige Gemeinde gewesen. Die Epheser, die hatten einige Schwierigkeiten gehabt. Neben dem, dass sie auch moralische Probleme hatten, hatten sie vor allem auch viele Irrlehrerinnen gehabt. Also Leute, die irgendwo etwas aufgenommen haben und haben angefangen verkünden. Und ich glaube, es gibt etwas, wo wie man Irrlehren extrem schnell kann identifizieren. Dort, wo es in erster Linie um die Lehre geht und mit dem auch um den, der die Lehre verbreitet, sind wir eigentlich bei Irrlehre. Ich sage das nochmal. Dort, wo es in erster Linie um die Lehre geht und den, der sie was er verbreitet, quasi sagt, ich habe die Wahrheit. Also es geht dann letztlich eben um ihn und nicht um den Inhalt. Dort sind wir bei Irrlehre. Und das ist die Situation. Und dem entgegnet der Paulus letztlich dem und sagt dem Timotheus, das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Und was meint jetzt da der Paulus ganz genau? Für das muss man den Begriff, wo hier steht, Liebe, vielleicht ein bisschen auseinandernehmen. Das Wort Liebe, wenn wir das hören, dann haben wir oft so ein bisschen ein Bild von mir ist nett, man ist tolerant, man eckt möglichst nicht an. Das ist absolut ein Wesenszug von Liebe. Aber das ist nicht das, was hier steht. Hier steht der Begriff Agape, das habt ihr sicher auch schon gehört. Agape, und das ist die verschenkende Liebe. Die Liebe, die absolut nichts für sich in Anspruch nimmt.
Und was ist denn die Liebe? Das ist eigentlich Jesus Christus. Oder Gott selber sagt, ich bin Liebe. Gott ist Liebe, 1. Johannesbrief. Gott ist Liebe. Also, wenn der Paulus dem Timotheus sagt, das Ziel aller Weisung ist die Liebe, dann müssen wir die Linien ausziehen und sagen, wenn wir die Liebe verkünden, wenn unser Job es ist, die Liebe verkünden, dann heisst es, wir verkünden den gekreuzigten Jesus. Weil dort wird die Liebe Gottes absolut sichtbar. Und ich glaube, das ist etwas, was wir enorm verloren haben. Den gekreuzigten Jesus zu verkünden. Paulus sagt auch, es ist eine Hoffnung für die, die glauben. Und für die, die nicht glauben, ist es ein Ärgernis. Vielleicht merken wir jetzt auch, wie wir manchmal Liebe vertauschen. Weil das Ärgernis, wenn sich Leute abwenden, weil wir die Liebe von Gott, die sich am Kreuz ereignet, verkünden, dann wenden sie sich nicht von uns ab, sondern dann wenden sie sich vom Gekreuzigten ab. Und dann sollte ich mir unbedingt vermeiden, auch von Toleranz zu sein und zu sagen, ja, wir müssen das ein bisschen anpassen. Oder? Ich kann das heute nicht mehr so sagen. Also wenn wir nicht mehr die Liebe verkünden können, wie sie wirklich sichtbar in dieser Welt drin sind, dann glaube ich, dann kommen wir genau in die Ecke der Irrlehre. Und das ist das, was mich so enorm fasziniert und auch herausfordert, immer wieder, immer persönlich auch, was mache ich? Wie rede ich? Oder wie einfach bleibe ich? Im Grunde genommen ist das ganz eine einfache Botschaft. Das ist so einfach, dass es manchmal gerade extrem schwer wird. Das auch zu verkünden oder weiterzugeben. Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Wenn ich es jedoch mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, zu tun habe, verwende ich Worte der Weisheit. Doch ich meine nicht jene Weisheit, die in der Welt oder bei den Mächten dieser Welt etwas gilt, welche ohnehin untergehen werden. Nein, die Weisheit, von der wir sprechen, ist die Weisheit Gottes. Sie war in früheren Zeiten verborgen, obwohl Gott sie schon vor der Erschaffung der Welt zu unserem Segen bestimmt hat. Zweite, 1. Korinther, Kapitel 2. Verse 1 und folgende. Und das ist für mich so das Zentrale. Und jetzt verstehen wir auch vielleicht noch ein bisschen mehr, was der Paulus seinem Schüler, der übrigens nicht so ein Überflüger war, sondern eher auch eine ängstliche Persönlichkeit,
was er ihm dort wirklich mit auf den Weg geht und sagt, hey, es kommt nicht darauf ab, wie gut dass du bist und ob du alles beherrschst, sondern verkündige einfach den Kreuzigten. Verkündige die Liebe. Die sichtbare Liebe, die eben gerade am Kreuz für alle Menschen sichtbar wird. Und jetzt möchte ich so ein bisschen den Bogen zurücknehmen. Und das ist das, was mich so enorm berührt hat, als ich die Geschichte von Johnny gelesen habe. Der Johnny hat einen Gott lernen kennen, der vor allem gestraft hat. Ein Gott, der gefordert hat, dass er jeden Abend muss um Vergebung bitten und hoffen, dass es dann reicht, dass er ja nicht bestraft wird. Was ist das für ein Gott? Gott straft, ja, das stimmt. Aber er hat es gemacht am Kreuz. Dort ist die Strafe vollzogen worden. Er selber hat sie gedreht. Und das ist die Botschaft. Und das ist ganz eine andere Botschaft, als dass Menschen müssen unbedingt damit. Ich habe euch vorhin kurz einen Hinweis gegeben. Ich war in einer Konferenz jetzt von Evangelisation, von Evangelisten, von der Billy Graham Association. Und da ist mir ein Satz entgegengekommen. Und ich kann ihn leider jetzt gerade nicht mehr präsent vor mir suchen. Ich probiere ihn aus dem Gedanken heraus zu zitieren. Ein Satz, was heisst, ich glaube, das Zentrale ist, dass wir uns wieder an das zurückerinnern, wo wir das erste Mal Jesus begegnet sind. Und aus dem raus, nachher aus dieser Freude raus, wo wir dort erlebt haben, wo wir Jesus begegnet sind, aus dieser Freude raus unser Leben neu ausrichten. Und ich wünsche mir das. Die Blaupreisgruppe singt jetzt ein Lied zum Anfang, also gerade zum Einstieg. Erinnere dich doch daran, an den Moment. Vielleicht ist es 20, vielleicht 30 Jahre, vielleicht ist es erst noch 2 Tage her. Ich weiß es nicht. An den Moment, wo du das erste Mal Jesus begegnet hast, an die Freude. Also ich kann mich noch so lebhaft erinnern, mit 16, das Langete, der Zeltevangelisation, wo ich vorne bin. Das Gefühl, das dort gekommen ist. Und das ist mein Motor. Das treibt mich an, einfach nicht aufzuhören von dieser Liebe, die Jesus sichtbar gemacht hat am Kreuz, all den Menschen zu verkünden und weiterzugeben. Und nichts anderes, sondern ganz schlicht und einfach. Und darum ermutige ich euch, nehmt ihr einen Moment Zeit. Nachher ist es ja dann die Gelegenheit, dass das Thomas Michels hinten auch Gebet anbieten. Vielleicht merkst du, bei mir hat einiges ist in dieser Liebe verschüttet worden. Das ist kein Problem. Nimm doch das Gebet in Anspruch und sag das mit Zeugen. Und vielleicht denkst du, von was redet er? Also von dieser Liebe habe ich noch keine Ahnung. Dann ist es heute vielleicht der Tag, wo du sagst, so, und jetzt mache ich mich auf und will dem Jesus auch begegnen. Auch für das wäre ich sehr bereit. Oder vielleicht auch nach dem Gottesdienst jemand, dein Nachbar nebendran, frag ihn doch, hey, was ist das mit dieser Liebe? Kannst du mir das geschwind ein bisschen erklären?